Judo ist eine asiatische Kampfsportart. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde auch in unserem Kulturkreis Judo bekannt und als Sportart eingeführt. Zuerst als reine Herrensportart und ab den 70er Jahren auch als Frauensport. Bis der Präsident des Leobner Vereins Judo und Freizeit stolz auf die Entwicklung seines Vereines? Ja, das bin ich. Wir haben nicht nur steirische Meister, sondern auch österreichische Meister in unseren Reihen. Wir haben einige internationale Erfolge bereits einfahren können. Das heißt, unser Judo- und Freizeit-Leoben-Verein, der ist durchaus auch international bereits herzeigbar. Voraussetzungen, um Judosport betreiben zu können, sind ein geeigneter Raum, eine Judomatte, einen Kimono für den Sportler und sehr viel Fleiß, Disziplin und Fairness bei der Sportausübung. Jedes Training zielt auf die Verbesserung der geistigen und körperlichen Anforderungen für den Wettkampf ab. Wichtig sind Verbesserung und Schulung der Koordinationsfähigkeit, der Beweglichkeit, der Geschicklichkeit und der Wahrnehmungsfähigkeit. Letzteres ist vor allem wichtig bei der Beurteilung seines Gegners und Festlegung der eigenen Kampftaktik. Reaktionsfähigkeit, Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit sind Eigenschaften, die sich in der sportlichen Ausbildung oft gegenseitig negativ beeinflussen, aber trotzdem auf möglichst hohem Niveau ausgerichtet sind. Ja, und der Nachwuchs ist schon gut im Schuss. Unsere Judo-Weltmeisterin und achtfache Europameisterin zeigt für ihre Pensionsjahre noch vollen Wettkampfeinsatz. Man sieht einmal, automatisierte Wettkampfbewegungen gehen nicht mehr verloren. Die Nachwuchsschulung erfolgt schon im Rahmen der Wettkampfregeln. 20 Sekunden bleiben den Festgehaltenen, um sich aus seiner Bodenlage zu befreien, dann ist der Kampf verloren. Mein Name ist Gerhard Kahner, bin Judo-Trainer von Judo und Freizeit Leoben. Unsere Trainingsstätte befindet sich in Donnerwitz in den Kammersälen im ersten Stock. Die Trainingszeiten sind Montag, Mittwoch und Donnerstag in der Zeit von 17 bis 19 Uhr. Sollte jemand Interesse haben, kann er sich in dieser Zeit bei uns melden und sich über den Sport informieren. Begleitung ist vor Ort. Und das erste Monat kann man gratis mittrainieren und wenn es einem dann wirklich gefällt, kann man sich anmelden. Wir wechseln zu einem anderen Trainingsort, zu einem anderen Verein, zum Polizeisportverein Leoben in die Sporthalle Leoben. Der Polizeisportverein ist der Stammverein des Judos in Leoben und zugleich der Verein der ehemaligen Welt- und Europameisterinnen, wenn auf Namen wie Edith Robert, Roswitha Hartl, Jutta Reifgraber, Susanne Litscher verweisen darf. Auch hier wird im Judosport neben den Stand- und Bodentechniken viel Zeit und Mühen auf die Entwicklung der körperlichen Eigenschaften und insbesondere auf die einwandfreie Beherrschung der Falltechnik Wert gelegt. Mein Name ist Martin Flicker, ich bin auch ein Trainer beim PSV Leoben. Mein Ziel ist Aikido, Judo, Selbstverteidigung für alle Menschen näher zu bringen. Besonders öfters kommen Frauen zu uns, aber auch Männer sind herzlich willkommen und wir freuen uns auf jeden,
der sich bewegen will, der Spaß haben will und der letzten Endes sich auch im wirklichen Leben in einer gefährlichen Situation besser bewegen kann. Die gelehrten Bewegungen unseres Meisters in der Selbstverteidigung sind im Wesen anders als die bisher gezeigten Techniken. Sanfter, runter und auf das Erleben der Bewegung im Angriff, Verteidigungs- und Bewegungsspiel abzielen. Abschließend verabschieden sich unsere jungen Judoka. Nach Judo-Art sagen wir alle Reh!